Spannender hätte der erste Tag bei den 24 Stunden Hamburg 2014 im Foyer der TUTEC Innovation GmbH kaum verlaufen können. Ganze 92.000 Sekunden entschieden den Kampf um die Pole Position für das große kleine Rennen zugunsten des Bentley-Teams von Just Racing. Ex-Champion Eldon Hedden verdrängte Rekordmeister Thomas Vogt vom Audi Team TV Racing um diese Kleinigkeit auf Startplatz 2. Für Just Racing war im 24-Stunden-Rennen anzutreten mit der Pole im Nacken, das ist ein gutes Gefühl. Beim anschließenden Superschein beim Abend hatte Volkswagen-Pilot Stefan Warschow im Kampf um den Meistertitel bereits den ersten Matchball. Warschow holte für das Team Volkswagen Motorsport das Kartell, die Pole Position und den Sieg. Doch trotz 30 Gramm Zusatzgewicht belegt Thomas Vogt den zweiten Platz. Damit ist der Titelkampf weiter offen. Das Auto lief Bombe. VW ist geil. Und jetzt ist Thomas nur leider zu schnell gewesen, dass er Zweiter geworden ist. Es wird alles vertagt auf morgen, der große Showdown. Die Entscheidung im Gesamtsieg fällt nun erst bei den 24 Stunden Hamburg. Stefan Warschow erreicht ein vierter Platz zum Meistertitel. Thomas Vogt muss gewinnen und auf ein Problem beim Volkswagen-Team hoffen. Auf das 24-Stunden-Rennen freuen sich auch Le Mans-Rekordsieger Frank Bühler und Audi DTM-Pilot Miguel Molina. Tolles Gefühl, schönes Gefühl. Eigentlich wartet man ja immer 12 Monate darauf, endlich wieder hier sein zu dürfen. Und gegen die Konkurrenz hier wieder mal anzutreten. Ich freue mich aufs Rennen und bin mal gespannt, wie jetzt die Vorbereitungen so laufen. Well, I mean, since long time that I wanted to be here. This year I could manage it to come. And actually I'm really impressed because it's quite a lot of high technology here and a lot of people involved to do that. So I'm really happy to be part of it, and for sure we will enjoy it, and I will try to help my team to do a good job and try to do a good result at the end.